Das, was wir derzeit an Veränderungen im Betrieb erleben, ist nicht durch Technik vorbestimmt, sondern wird natürlich von Menschen und nach Interessen gestaltet. Eine bessere Technik gibt es nur, wenn die Menschen von Beginn an mitreden, die diese Technik auch nutzen. Für uns entscheidend ist, dass wir das eben nicht einfach Technikentwicklern überlassen, was da aus der Digitalisierung wird zum Beispiel, sondern dass wir uns jetzt, wo die Dinge entwickelt werden, einmischen. Der Mensch ist immer wichtiger als die Sache und die Digitalisierung muss dem Menschen dienen und wir müssen es versuchen, das, was jetzt in den Betrieben an Veränderung vor sich geht, mit den Beschäftigten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligungsorientiert zu gestalten. Die Arbeitswelt hat sich total verändert. Es ändern sich Produktlinien, Maschinen ändern sich, Abläufe ändern sich. All diese Dinge sind dann auf einmal da, die man dann begreifen muss. Daraufhin müssen sich auch die Betriebsräte ändern. Ganz wichtig ist der Aspekt, dass Betriebsräte sich zunächst mal auch ein eigenes Bild machen und auch eine Strategie entwickeln. Was wünschen wir denn für unsere Beschäftigten? Und sozusagen initiativ werden. Nicht warten, bis ihnen das nächste Digitalisierungsprojekt vor die Nase gelegt wird, sondern ein eigenes Konzept haben und den Dialog mit dem Arbeitgeber suchen und ihn auch an einen Tisch holen. Was ich erlebe, ist, dass ganz viele Betriebsräte auf einmal Spaß an Innovation haben. Spaß daran, ihren Bereich neu zu gestalten, ihren Bereich besser zu gestalten. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Wenn wir solche Umbrüche, solche Veränderungsprozesse, wenn wir all das annehmen wollen, dann brauchen wir Menschen, die Spaß an Veränderung haben und keine Angst vor Veränderung. Ja, unser Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer, hat damals gesagt, ah, wir sind ein mittelständischer Betrieb. Für uns ist Industrie 4.0 noch so weit weg. Er sieht da überhaupt keinen Handlungsbedarf im Moment. Aber wir haben immer gesagt, wir schätzen das ein bisschen anders ein. Wir sind schon der Meinung, dass auch in mittleren und kleinen Betrieben Industrie 4.0 Digitalisierung relativ schnell einzuhalten wird. Wir haben was gesucht und das fiel uns wie Butter aufs Brot und haben gesagt, genau das ist für uns richtig, das können wir benutzen, um auch die Geschäftsleitung darauf aufmerksam zu machen, wie unsere Beschäftigten die digitale Welt sehen. Ich fordere für jedes Unternehmen und für jeden Betrieb in unserem Organisationsbereich eine Roadmap Digitalisierung. Und genau dafür hat die IG Metall NRW gemeinsam mit Sustain Consult ein Instrument entwickelt und ich finde das sehr praktisch, sehr handhabbar, nämlich die Betriebslandkarte. Ich finde das eine der besten Maßnahmen, die die IG Metall in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat, weil genau das nämlich oft unser Problem war, dass wir uns defensiv verhalten haben und haben die Dinge auf uns zukommen lassen und mal abgewartet, was passiert denn? Und bei diesem Projekt ist es genau andersrum. Wir wollen keine Veränderung verhindern, wir wollen Veränderung gestalten. Genau das haben wir mit unserem Projekt Arbeit 2020 in den letzten Monaten und Jahren sehr erfolgreich gemacht. Und das, was wir in diesem schönen Projekt gemacht haben, wollen wir jetzt flächendeckend machen. Wir wollen offen mit unseren Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen, was passiert. Wir wollen das gemeinsam gestalten, gemeinsam die Veränderung angehen. Und wir wollen am Ende dafür sorgen, dass es eine sichere Beschäftigung und sichere Standorte gibt. Offen, gemeinsam und sicher.